Mouni si la te kone Michel. Li te denye nan nou ki te sonje la vi zouzi la. Anvan nan men yon leve nan kole, li te la kaile. Laika pep nou an. Es wie? Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Raouka, dieser. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etrage. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Ihr habt eine interessante Geschäftsstrategie hier. Keine Details, keine Namen. Niemand weiß irgendwas. Wir kennen deinen Namen. Das reicht. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Sortit encore li toujours fait. Li pas fait aucun sens pour ce li cognard. Juste donne. Moi pas connais. Li te semblait très déterminé. Oh, li pas changé l'idée. Tant coup tout temps. C'est pas tant ça. Oh, ou vle pour moi parler avec li. Mein créolisch ist ziemlich eingerostet. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlions seul grain. So ein Pech. Ausgerechnet eure kann ich nicht. Comme translation, ou pas maton. Ich suche Placide. Placide. Garde ici, là. Dodo, ti, pi, ti, maman. C'est vous-même, continuez. Placide, garde là. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Bist du Placide? Wo ist deine Chefin? Qui ça vous voulez? Ich habe einiges über euch gehört. Die Voodoo Boys, die besten Runner der Stadt. Heißt es zumindest. Nicht, dass irgendjemand weiß, was ihr im Net macht. Besser so. Innovative schwarze Software, Datendiebstahl bei Konzernen, Krieg gegen Netwatch. Aber von Hühnern sagt keiner was. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm mit. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse, eine Stadt in der Stadt. Hier lang. C'est pas. Tourne nach Villa. Du sais pas, Pacifica.
all das und mehr. Willkommen, Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern-Cash gewachsen. Unser Ziel ist die Gym, die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Selma. Qui est-ce? Hey, Pacif! Wo ist der Autopilot? Okay, moin, Pravini, bitte. Roberta. Placid, petit moi. Oh. Ou pas de besoin. Il y a l'autre qui gagne les piments. Peut-être. Mais ça, c'est beau. Va prendre un plus grand pan. Merci. Los, qu'est-ce que je m'en vais? Placid, où est-ce que tu as? Pas aujourd'hui. Mais où t'es dit? Time, moins pas oublié. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Djinn nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setz ihn. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay? Neuralnetzproblem, Cortex-Flimmern und mehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich hab nach dem Chip gefragt. Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Willst du gar nicht meinen Lebenslauf sehen? Wissen, was ich alles kann? Wir sind kein Konzern. Wir stellen niemanden ein. Du erledigst nur eine Sache für uns. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett.
23, 35, 07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche herauszufinden, wo er herkommt. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly, habt ihr es noch gehört? Femme Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du eine Rezo Agwe gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Wär klug. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hm? Klar.